Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was verursacht Mehrdeutigkeit? Bei der Mehrdeutigkeit sind wir bei einem der wichtigsten Themen der Semantik und Pragmatik überhaupt. Wie oft machen wir die Erfahrung, dass etwas anders gemeint gewesen ist, als es verstanden wurde? Dabei sind wir manchmal die, die es anders gemeint haben, als jemand anderes es verstanden hat, und manchmal sind wir die, die es anders verstanden haben, als jemand anderes es gemeint hat. In solchen Situationen sind zwei verschiedene Interpretationen einer einzigen Äußerung im Spiel, manchmal sogar mehr. Und vorausgesetzt, die Interpretationen sind nicht willkürlich und aus der Luft gegriffen, sondern beide sind Weisen, wie man die Äußerung meinen und verstehen kann, dann ist die Äußerung mehrdeutig. Warum ist das Thema besonders wichtig für die linguistische Semantik und Pragmatik? Es ist in dem Sinne wichtig, dass die Erfahrung des einander Missverstehens, des Falschverstehens, des Andersverstehens einer der Anlässe dafür ist, sprachliche Äußerungen überhaupt systematisch darauf hin zu untersuchen, wie sie verstanden werden können, was sie bedeuten können. Wenn Sie schon meine Podcasts über Gottlob Frege gehört haben, dann wissen Sie, dass er als einer der Begründer der modernen Semantik durch die Mehrdeutigkeit natürlicher Sprache derart gestört wurde, dass er sie systematisch analysiert hat, um sie zu umgehen. Wenn man jetzt über 100 Jahre nach Frege aus den diffizilen semantischen und pragmatischen Bedeutungstheorien auf die Bedeutung natürlich-sprachlicher Äußerungen schaut, dann kann man sehen, dass wir sie sehr viel seltener falsch verstehen, als es tatsächlich möglich wäre. Mehrdeutigkeit ist kein Ausnahmephänomen, sondern der Sprache systematisch eingeschrieben. In diesem Podcast möchte ich Ihnen eine Reihe von Typen der Mehrdeutigkeit vorstellen, um Ihnen einen Eindruck davon zu verschaffen, wie präsent sie ist. Die Unterscheidungen, die ich dabei treffen werde, hängen eng mit den Inhalten aus zwei anderen Podcasts zusammen, nämlich dem zu den Abstraktionsgraden von Bedeutung aus dem Block Abgrenzungen und dem zur Kompositionalität aus dem Block Themen. Vorweg ein kurzes Wort zu den Abstraktionsgraden von Bedeutung. Man unterscheidet bei der sprachlichen Bedeutung die Ausdrucksbedeutung von der Äußerungsbedeutung und der Sprecherinnenbedeutung. Die Ausdrucksbedeutung ist die kontextunabhängige Bedeutung von einfachen oder zusammengesetzten sprachlichen Ausdrücken, die man Ausdrücken schon zuweisen kann, ohne dass sie in einer konkreten Situation verwendet werden. So etwa bei Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Eine Gruppe sagt hier von sich selbst, dass sie Kenntnis darüber besitzt, wo sich der Personenkraftwagen eines Schiedsrichters bei einem sportlichen Ereignis befindet. Die Äußerungsbedeutung umfasst jetzt außerdem und zusätzlich die kontextabhängigen Bedeutungsaspekte, die durch die konkrete Äußerungssituation ins Spiel kommen, in der der Satz geäußert wird. Das wären die Referenten von wir und Schiri, der Ort und der Zeitpunkt der Äußerung, durch den die Präsensverben wissen und steht, dann zeitlich und räumlich auch in der außersprachlichen Wirklichkeit situiert werden. Die Sprecherinnenbedeutung spezifiziert dann noch zusätzlich, was für eine Handlung die sprechenden Personen mit ihrer Äußerung ausführen. Im Falle von Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, dürfte es sich typischerweise um eine Drohung oder eine Verhöhnung handeln. Eine erste Unterscheidung, die wir treffen müssen, bevor wir über Typen von Mehrdeutigkeit sprechen, ist die zwischen Mehrdeutigkeit und Vagheit. Mehrdeutigkeit und Vagheit betreffen ein relativ weites Bedeutungspotenzial von Ausdrücken. Ein Ausdruck ist mehrdeutig, wenn er mehr als eine Bedeutung in dem Sinne hat, dass diese Bedeutungen diskret voneinander unterschieden werden können. Das Verb laufen kann unter anderem bedeuten, zu Fuß fortbewegen und fließen, wie in das Wasser läuft noch. Beide Bedeutungen haben mit Fortbewegung zu tun, aber sie sind diskret unterscheidbar darin, dass in einem eine Flüssigkeit sich bewegt und im anderen etwas mit Hilfe von Beinen.
Anders bei der Wahrheit, hier besteht das weite Bedeutungspotenzial darin, dass die Bedeutung eines Ausdrucks verschiedene Ausprägungen auf einer graduellen Skala umfasst. Das ist zum Beispiel bei oft der Fall. Wir können nicht sagen, ob der Bedeutungsbereich von oft von 5-mal bis 589-mal reicht, aber 4-mal ist dann selten und 590-mal ist dann meistens, oder wie viel Mal genau jemand betrunken sein muss, damit man sagen kann, die Person sei oft betrunken. Im Folgenden geht es nur um Mehrdeutigkeit, nicht um Wahrheit. Der Fachterminus für Mehrdeutigkeit ist Ambiguität. Ein erster Typ von Ambiguität ist die lexikalische Ambiguität. Sie ist gegeben, wenn ein Wort mehr als eine Bedeutung hat. Das trifft beispielsweise auf Schloss und Laufen zu. Im Falle von Laufen haben Sie gerade schon gehört, dass es unter anderem zu Fuß fortbewegen und fließen bedeuten kann. Diese beiden Bedeutungen sind durch das Merkmal Fortbewegung verknüpft. Die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden sogenannten Lesarten oder Bedeutungsvarianten von Laufen machen das Wort Polysem. Bei Schloss ist es so, dass es nicht ein Lexem mit zwei Bedeutungsvarianten gibt, sondern zwei Lexeme. Schloss 1 bedeutet Vorrichtung zum Verschließen, Schloss 2 bedeutet Repräsentationsgebäude des Feudaladels, zumindest wenn wir das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache fragen. Dass das zwei Lexeme sind, mit jeweils einer Bedeutung und nicht ein Lexem mit verschiedenen Lesarten, hängt daran, dass die beiden Bedeutungen heute nicht mehr transparent durch ein gemeinsames Bedeutungsmerkmal verbunden sind. Und solche Ausdrücke wie Schloss 1 und Schloss 2 nennt man Homonyme. Viele lexikalische Ambiguitäten werden in zusammengesetzten Ausdrücken vereindeutigt, das heißt desambiguiert, weil die Einzelausdrücke einander semantische Selektionsbeschränkungen auferlegen. In Das Schloss ist nunmehr eine Ruine ist die Bedeutung Schließvorrichtung ausgeschlossen, weil das semantisch inkompatibel mit Ruine ist. Und in Das Wasser läuft noch ist die Bedeutungsvariante Fortbewegung zu Fuß ausgeschlossen, weil das Wasser das Merkmal bebeint haben müsste. Aber prinzipiell ist es möglich, dass lexikalische Ambiguitäten durch Ausdrucks-, Äußerungs- und Sprecherinnenbedeutung hindurch bestehen bleiben. Sie sind also nicht nur semantische Abstraktionen. Der zweite Typ von Ambiguität, den ich erwähnen möchte, ist die morphologische Ambiguität. Sie ist dann gegeben, wenn ein Morphem oder die morphologische Form eines Lexems ambig zwischen mehreren morphologischen Kategorien ist. Zum Beispiel ist die Form gebe morphologisch ambig zwischen der ersten Person Singular Indikativ Präsens aktiv und der ersten und dritten Person Singular Konjunktiv 1 Präsens aktiv. Hiermit gebe ich dir das Brot. Indikativ. Sie sagt über mich, dass ich ihr das Brot gebe. Konjunktiv 1. Sie sagt über ihn, dass er ihr das Brot gebe. Konjunktiv 1. Beim ersten Mal eben in der ersten Person, hier in der dritten Person. Dadurch, dass die Indikativ- und Konjunktiv 1-Formen ununterscheidbar sind, ersetzen wir sie meistens durch Konjunktiv 2-Formen. Sie sagt über mich, dass ich ihr Brot gäbe. Und wenn die Konjunktiv 2-Formen dann ihrerseits mit dem Indikativ Präteritum zusammenfallen, sie behauptet, dass ich ihr Pech wünschte, und auch sonst oft weichen wir auf die Würdeumschreibung aus. Sie sagt über mich, dass ich ihr Pech wünschen würde. Solche morphologischen Ambiguitäten, die durch Formzusammenfälle in Flexionsparadigmen entstehen, die nennt man auch Synkretismen. Auch hier ist es prinzipiell möglich, dass morphologische Ambiguitäten durch Ausdrucks-, Äußerungs- und Sprecherinnenbedeutungen hindurch bestehen bleiben. Oft sind wir aber in der Lage, morphologische Ambiguitäten durch den Kotext, also ihre Einbettung in syntagmatische Relationen, aufzulösen. Kategoriale Ambiguität. Wenn eine Wortform verschiedenen Wortarten angehören kann, spricht man von kategorialer Ambiguität. Die Wortform Spitze kann zum Beispiel ein Verb sein,
ich spitze den Stift. Oder ein Adjektiv. Die spitze Bemerkung will ich mal überhört haben. Oder ein Nomen. Die Spitze des Turms schwankt im Wind. Wie diese Syntagmen aber klar machen, werden kategoriale Ambiguitäten meistens im syntaktischen Kontext desambiguiert, weil Verben, Adjektive und Nomen weitgehend verschieden syntaktisch distribuiert sind, also sie haben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Ausdrücken. Sie können aber potenziell auch im syntaktischen Kontext bestehen bleiben. Ich nehme die Spitze. Ist hier die Spitze als Gegenstand gemeint, dann wäre es ein Nomen, oder meine ich hier den Spitzengegenstand, der, wobei der Gegenstand elliptisch unausgedrückt bleibt. Die kategoriale Ambiguität kann durch alle Bedeutungsschichten hindurch bestehen bleiben, so dass sie auch in einer konkret verwendeten Äußerung bestehen bleibt. Kompositarambiguität. Komposita sind sehr oft ambig und unter Komposita vor allem dann diejenigen, die aus zwei oder mehr Nomen zusammengesetzt sind. Rinderbraten ist ein Braten, der aus Rindfleisch gemacht ist. Wie sieht es mit Kindermüsli aus? Die Mädchenhandelsschule ist eine Handelsschule für Mädchen oder doch eher eine Schule für Mädchenhandel. Nichts Wahrnehmbares an diesen Komposita. Auch nicht die Prosodie weist hier absolut zuverlässig darauf hin, wie sie zu interpretieren sind. Zwischen den Gliedern solcher NN-Nomen-Nomen-Determinativ-Komposita können sehr viele Arten von semantischen Beziehungen existieren. Die grammatische Form ist dabei aber immer die gleiche. Und die richtige Interpretation ist also hier ganz unserem enzyklopädischen oder Weltwissen überlassen. Syntaktische Anschlussambiguität. Sätze lassen sich anhand von abstrakten Strukturen beschreiben. Dabei können Sie beispielsweise an Phrasenstrukturen denken, an Bäumchen, oder an dependenzgrammatische Stemmata. In solchen syntaktischen Strukturen werden die syntaktischen Abhängigkeiten von Satzteilen zu anderen Satzteilen eindeutig beschrieben. Natürlich sind aber in konkreten Äußerungen solche Strukturen für uns SprachbenutzerInnen unsichtbar. Wir hören oder lesen ja nacheinander oder hintereinander geäußerte Geräusche oder grafische Symbole. Im Falle von Zeichensprache sehen wir Gesten. Syntaktische Strukturen, die LinguistInnen rund um Wörter herum zeichnen, die nehmen wir nicht wahr. Und deshalb kann es sein, dass man einen einzigen Satz oder eine einzige Äußerung mit verschiedenen syntaktischen Strukturen beschreiben kann. Ein bekanntes Beispiel ist, ich sah den Mann mit dem Fernglas. Die Präpositionalphrase mit dem Fernglas kann einerseits ein Attribut von den Mann sein, es wäre dann der Mann mit dem Fernglas gewesen, den ich sah, andererseits kann mit dem Fernglas auch eine adverbiale Bestimmung ausgedrückt sein, die vom Verb abhängig ist. Mein Sehen hätte dann mit dem Fernglas stattgefunden. Anschluss- oder Anbindungsambiguität heißt das dann, weil offen ist, an welches andere syntaktische Element die Präpositionalphrase angeschlossen oder angebunden werden muss. Relativsätze sind ein anderes gutes Beispiel für solche Ambiguitäten. Relativsätze sind Attributsätze, aber die Frage ist, Attribute wozu? Es war der Eimer des Knechts, den ich gestern in den Burggraben geworfen habe. Habe ich nun den Eimer oder den Knecht in den Burggraben geworfen? Beide Anbindungen des Relativsatzes sind hier möglich. Syntaktische Ambiguitäten wie diese sind wie die anderen auch nicht auf die Ausdrucksbedeutung beschränkt und können deshalb in aktuellen Äußerungen bestehen bleiben. Oft sind es aber, auch wie bei anderen Ambiguitäten, Kontext, Kontext und unser enzyklopädisches Wissen, die uns syntaktisch ambige Sätze richtig verstehen lassen, also so, wie sie gemeint waren. Das muss aber nicht so sein. Thematische Rollenambiguität. Phrasen und Sätze können in ihrer Ausdrucksbedeutung und ihrer Äußerungsbedeutung hinsichtlich der thematischen Rollen der semantischen Argumente ambig sein. Ein Beispiel für eine Phrase ist die komplexe Nominalphrase »Das Portemonnaie von Heidi«. Heidi kann die Besitzerin des Portemonnaies sein, dann hätte sie die thematische Rolle Possessorin inne.
Es kann aber auch sein, dass das Portemonnaie von Heidi stammt, aber jetzt im Besitz von jemand anderem ist, zum Beispiel, weil Heidi es verschenkt hat. Dann hätte Heidi die thematische Rolle Quelle inne. Ein konkreter Äußerungskontext und enzyklopädisches Wissen können dabei helfen, eine solche Ambiguität aufzulösen, müssen es aber nicht. Und ein Beispiel für einen Satz wäre: Die Raser haben zwei unbeteiligte Fußgänger schwer verletzt. Das ist nicht nur juristisch relevant. Ob die Raser fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben, hat Auswirkungen auf das Strafmaß. Es ist aber auch semantisch relevant, nämlich weil dieser Unterschied in dem Satz und in der Äußerung nicht ausgedrückt ist. Es ist also nicht klar, ob der Ausdruck die Raser die thematische Rolle bloßer Verursacher ohne Absicht oder die Rolle Agens und damit ist gemeint absichtlich Handelnder einnimmt. Nehmen Sie sich ruhig mal einen Augenblick Zeit und gehen Sie Beispielsätze durch. Sie werden überrascht sein, wie viele solcher Sätze ambig zwischen einer unabsichtlichen und einer absichtlichen Bedeutung sind, beziehungsweise beim Subjekt zwischen der thematischen Rolle Verursacher und Agens. Übrigens ist auch der Titel dieses Podcasts ein Beispiel für diese Ambiguität. Was verursacht Mehrdeutigkeit? Wer hat's bemerkt? Syntaktische Funktionenambiguität. Viele, aber nicht alle thematische Rollenambiguitäten sind gleichzeitig syntaktische Funktionenambiguitäten. Wenn Sätze oder Äußerungen ambig hinsichtlich syntaktischer Funktionen sind, dann können zwei Ergänzungen oder Komplemente eines Verbs jeweils potenziell die syntaktische Funktion der anderen Ergänzung des anderen Komplements haben. Ein Beispiel, das ich letztens in der Überschrift eines Zeitungsartikels gesehen habe, ist folgendes: Kylie Jenner gefällt Douglas. Die Ausdrücke Kylie Jenner und Douglas können beide sowohl Nominativ als auch Dativ sein und sie sind beide Singular. Deshalb können auch beide potenziell das Subjekt von gefällt sein, aber auch beide können das indirekte oder Dativobjekt sein. Und deshalb ist auch nicht klar, wer hier wem gefällt. In diesem Beispiel ist das nun auch eine thematische Rollenambiguität, weil mit der syntaktische Funktionenambiguität auch die einhergeht, dass nicht klar ist, wer die Stimulusrolle und wer die Experiencerrolle trägt. Bei dem Raser-Beispiel war das aber nicht so. Ob die Raser Verursacher oder Agens ist, hängt nicht mit der syntaktischen Funktion zusammen, denn die ist in beiden Fällen Subjekt. Bei beiden Arten von Ambiguität können Kotext, Kontext und enzyklopädisches Wissen uns eine der Bedeutungen plausibler als die andere machen, aber auch hier muss das nicht der Fall sein. Scopus-Ambiguität. Bestimmte Ausdrücke, die sich logisch als Operatoren oder Junktoren beschreiben lassen, haben in Phrasen, Sätzen und Äußerungen einen sogenannten Geltungsbereich, auch Scopus genannt. Solche Ausdrücke sind Quantoren wie jede, Konjunktionen wie und oder sowie Negationen wie nicht. Hier können Ambiguitäten dadurch entstehen, dass unklar ist, was und was nicht im Geltungsbereich solcher Ausdrücke liegt. Ein bekanntes Beispiel ist ein Satz wie: Jeder Student liebt eine Professorin. Der Satz kann bedeuten: Es gibt viele Professorinnen und jeder Student liebt irgendeine davon. Er kann auch bedeuten: Es gibt eine Professorin, die von jedem Student geliebt wird. Dieser Unterschied ergibt sich daraus, ob der Allquantor jeder Scopus über den Ausdruck eine hat oder eine über den Ausdruck jeder. Beides ist möglich, beides ist dem Satz oder der Äußerung nicht anzusehen. Wenn jeder Scopus über eine hat, ergibt sich die Lesart mit irgendeiner Professorin. Wenn eine Scopus über jeder hat, ergibt sich die Lesart mit genau einer Professorin. Bei Scopus-Ambiguitäten können Kotext, Kontext und enzyklopädisches Wissen uns eine der Bedeutungen plausibler als die andere machen. Das muss aber auch hier nicht der Fall sein. Ein anderes bekanntes Beispiel, das das zeigt, diesmal mit und, ist junge Frauen und Männer. Hier ist es möglich, dass das Junge sich auf Frauen und Männer bezieht, oder aber es bezieht sich nur auf Frauen.
dann hätte man es mit jungen Frauen zu tun, während die Männer bezüglich ihres Alters unspezifiziert bleiben würden. Pronomenbezugsambiguität. In einem Satz oder einer Äußerung kann es sein, dass sich Pronomen auf verschiedene Ausdrücke im Kontext oder auf verschiedene Gegenstände bzw. Sachverhalte in der Wirklichkeit beziehen lassen. Gestern hat Rebecca ein frisches Roggenbrot für das Abendessen mitgebracht. Ich habe es sehr genossen. Was habe ich sehr genossen? Das Roggenbrot oder das Abendessen? Beides ist möglich, weil es für es, ich habe es sehr genossen, zwei mögliche Bezugsausdrücke, Antezedenzien gibt, die beide im Neutrum stehen. Roggenbrot und Abendessen. Pronomen, die so im Kontext nach hinten oder nach vorn verweisen, heißen anaphorische bzw. kataphorische Pronomen. Pronomen können aber auch deiktisch in die Kommunikationssituation verweisen. Stellen Sie sich vor, Sie unterhalten sich in einer Kneipe und Ihre Gesprächspartnerin richtet den Blick auf einen Nebentisch und sagt zu Ihnen, ist das Reinhold Messner? Sie erkennen nicht, welche Person sie genau anschaut, sondern nur, dass an dem Tisch drei bärtige ältere Männer sitzen. Sie könnten jetzt etwas sagen wie, welchen meinst du? Dann wäre für Sie das verkürzte Demonstrativpronomen das in ist das Reinhold Messner ambig in Bezug auf seine Referenz gewesen. Die Pronomenbezugsambiguität ergibt sich bei deiktischen Pronomen erst in einer Äußerungssituation und noch nicht, wenn man die abstrakte Ausdrucksbedeutung betrachtet, die ja kontextunabhängig besteht. Die Ambiguität entsteht hier aber erst im Kontext. Pragmatische Ambiguität. Die letzte Art von Ambiguität, die pragmatische Ambiguität, entsteht erst unter Einbezug der SprecherInnenbedeutung. Also nicht in Bezug auf die kontextunabhängige Ausdrucksbedeutung, nicht in Bezug auf die kontextabhängige Äußerungsbedeutung, sondern erst, wenn man einbezieht, was eine Person mit ihrem Sprechakt gemeint hat und welche Handlung sie mit ihm ausführen wollte. Wenn Sie gefragt werden, weißt du, wie viel Uhr es ist? Dann kann das beispielsweise eine wörtlich gemeinte Frage sein, auf die man mit Ja antwortet. Oder es kann eine höfliche Aufforderung sein, in dem Fall, in dem Sie wissen, wie viel Uhr es ist, die Uhrzeit auch zu nennen. Unter dieser Betrachtungsweise ist jede Äußerung bezüglich ihrer SprecherInnenbedeutung ambig. Nichts spricht dagegen, dass eine Äußerung wie »Du bist spät dran« eine Ankündigung einer Tracht Prügel sein kann. Eine letzte Unterscheidung, die ich Ihnen ganz kurz präsentieren möchte, betrifft nun nicht mehr einen Typ von Ambiguität, unter anderem, sondern eher so etwas wie eine Auftretensmodalität von Ambiguität. Die ganzen genannten Ambiguitätstypen bestehen vor dem Hintergrund, dass man Phrasen, Sätze, Äußerungen als fertige Gebilde betrachtet. Man kann Äußerungen aber auch in ihrem Produktionsverlauf oder ihrem Rezeptionsverlauf betrachten. Die erste Betrachtungsweise als fertiges Produkt ist die globale, die zweite, die prozessuale Betrachtungsweise wäre die lokale. Unter der lokalen Betrachtungsweise können sprachliche Ausdrücke zeitweilig ambig sein und in ihrem späteren Verlauf desambiguiert werden. Ich habe gehört, dass Weinstein die ganzen Frauen... Bis zu dieser Stelle ist der Satz ambig bezüglich syntaktischer Funktionen und thematischer Rollen. Ist Weinstein Subjekt? Ist die ganzen Frauen Subjekt? Wir wissen es erst, wenn wir den ganzen Satz wahrgenommen haben. Ich habe gehört, dass Weinstein die ganzen Frauen verklagt haben. In globaler Hinsicht ist dieser Satz eindeutig. In lokaler Hinsicht ist er bis zum finiten Verb lokal ambig. Er hätte auch lauten können, ich habe gehört, dass Weinstein die ganzen Frauen verklagt hat. So viel zu den verschiedenen Ursachen für Ambiguitäten. Ich habe Ihnen neben den vielen Ambiguitätstypen noch zwei weitere Unterscheidungen zu vermitteln versucht. Den Unterschied zur Vagheit und den Unterschied zwischen lokaler und globaler Ambiguität. Ich bin nicht darauf eingegangen, dass die Einteilung in Ambiguitätstypen immer auch von der Syntaxtheorie abhängt, die man vertritt. Im Podcast zur Kompositionalität gehe ich auf diesen Punkt ein. Einstweilen sage ich aber danke für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Mal.